So, und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe eben gerade meinen Kaffee umgeschmissen. Das ist sau ärgerlich, weil ich jetzt hier erstmal wischen musste. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht allzu sehr. Aber es ist ziemlich warm draußen. Wenn ihr jetzt sagt, Tobi, warum hast du deine Mütze auf? Das ist ein Sommer-Beanie, der muss sommergeproofed sein. Das heißt, der darf da nicht keine Rolle spielen, wenn es warm ist. Das ist das Verkaufsargument gewesen. So. Und ja, das hier sind wirklich zwei Ventilatoren. Ich finde die echt geil. Okay, kommen wir zum Thema zurück. Ich habe vor Ewigkeiten mal ein Video darüber gemacht, wie das Spiel Godzilla Save the Earth so funktioniert, wie das Ganze aufgebaut ist, wie die Steuerung abläuft und habe da so eine kleine Kritik dann dazu gegeben. Daraufhin haben ein paar von euch mir gesagt, ey, es gibt auch coole Godzilla-Handyspiele. Und ich dachte mir einfach, wenn ich jetzt schon langsam wieder mal in das ganze Thema einsteige, dann am besten mit diesen Handyspielen, denn was viele nicht wissen ist, dass dieser Kanal ursprünglich dafür gedacht war, noch vor Anon Kaiju Wars, noch vor Game & Sense, sollte das Ganze hier sich um Handyspiele drehen, weil ich der Meinung bin, dass Handyspiele oftmals komplett unterschätzt werden. Es gibt die klassischen Handyspiele, die sind dann meistens eben nur so zum Zeitvertreib, mal für zwischendurch irgendwie auf dem Klo, in der Bahn. Es gibt aber auch wirklich Handyspiele, die tatsächlich einiges mehr auf dem Kasten haben, als Beispiel jetzt Dead Trigger oder auch das Elder Scrolls Online-Spiel fürs Handy. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke mir mal drei Spiele an. Drei Godzilla-Games schaue ich mir mal an. Und da bin ich einfach mal in den App Store reingegangen mit meinem alten iPhone 6 hier. Das ist auch schon ein bisschen kaputt. Auf jeden Fall, es läuft alles. Was ich euch jetzt zeige, läuft auf dem alten iPhone 6. Das heißt, ihr solltet damit keine Probleme haben, wenn ihr neuere Handys besitzt. Und da habe ich mir einfach mal drei Godzilla-Spiele rausgesucht. Aber das Video hat sogar noch ein bisschen mehr zu bieten. Ich präsentiere euch jetzt hier nicht nur, ich präsentiere und ranke hier nicht nur meine drei oder die drei Godzilla-Spiele, die ich eben hier gefunden habe. Ich zeige euch ebenfalls noch ein weiteres Spiel, das es so irgendwie nie auf den Markt geschafft hat. Das sollte auch fürs Handy erscheinen oder ist sowohl, ist wahrscheinlich auch fürs Handy erschienen. Aber irgendwie nur für kurze Zeit. Ich habe es zumindest nicht mehr gefunden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es vielleicht noch findet. Ich will über dieses Spiel reden und will dann noch einen Pitch machen, einen persönlichen Pitch, wie ich mir ein richtiges Godzilla-Spiel vorstelle. So, und da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt, wie so ein Godzilla-Game aussehen kann. Das heißt, dieses Video hier wird dann wohl in zwei Parts geteilt. Eben jetzt erstmal meine Kritik, mein Ranking für die Mobile Games und danach eben, ja, mein Pitch für das ultimative Godzilla-Spiel. Viel Spaß. So, angefangen habe ich hierbei, oder was heißt angefangen? Das ist tatsächlich das erste Spiel, das ich auch ausprobiert habe und das ist das Spiel, das ich wirklich auf Platz 3 setzen musste. Platz 3 auch wirklich nur, weil es eben nur drei Spiele sind. Ansonsten hätte das Spiel noch einen wesentlich niedrigeren Rang. Höheren Rang? Niedrigeren Rang? Es wäre auf jeden Fall sehr weit unten gelandet, weil das Spiel wirklich sehr schlecht ist. Und zwar geht es hierbei um dieses Game. Ich blende es hier gerade mal ein. Den Namen habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich kann ihn hier auch mal einblenden, falls ihr doch sagt, ey, das triggert mich doch irgendwie, das Game. Ich will es unbedingt zocken. Und zwar hat man hier versucht, die Thematik Godzilla vs. Kong so ein bisschen zu vermarkten und daraus eben dann ein Spiel zu machen. Eigentlich eine echt geile Idee. Und eigentlich sieht das Spiel auch gar nicht mal so verkehrt aus. Grafisch gesehen passt das Ganze tatsächlich. Ja, und das war's dann aber auch schon. Ich habe hier mehr so ein Kampfspiel erwartet, wo man eventuell kleine Level bestreiten muss und dann am Ende eben gegen Godzilla oder eben gegen Kong, je nachdem, wen man eben spielt, antreten muss. Ihr könnt nämlich von Anfang an eine Figur auswählen, wen ihr von den beiden spielen wollt. Und dann, ja, habt ihr quasi eins zu eins die gleichen Level, die ihr durchschreiten müsst. Und die Figuren haben zwar dezent andere Attacken, aber fühlen sich nicht anders an. Das heißt, es ist scheißegal, ob ihr Godzilla oder eben Kong spielt. Und da habe ich mir gedacht, da hätte man wenigstens noch ein bisschen mehr feilen können an den einzelnen Figuren, dass Godzilla stärker ist, dafür langsamer, dass Kong schneller ist, dafür schwächer, sowas eben.
Hat man aber nicht gemacht. Stattdessen haben wir verschiedene Areale, in denen wir gegen Monster kämpfen müssen, um ins nächste Areal zu kommen. Und das war es tatsächlich auch. Der Endboss ist dann so das Einzige, wo man sagt, okay, da haben sie sich ein bisschen was einfallen lassen, wie man den besiegen kann. Ich komme jetzt gar nicht mehr drauf, wie man ihn fertig gemacht hat. Man musste aber irgendwie sein Schild erst durchbrechen, danach hat man ihn angreifen können. Das war halt mal, das ist ein klassischer Endboss, aber ich finde sowas eigentlich in der Regel ganz cool. Aber das ist auch der einzige Endboss, den wir hier haben. Es gibt nicht mehr. Es gibt immer die gleichen Monstertypen, es gibt immer den gleichen Endboss. Und man kann dann seine Monster, also Godzilla oder eben Kong, auch noch upgraden, dass die eben stärker werden. Und da macht man immer wieder das Gleiche. Noch dazu ist das Spiel verdammt langsam. Egal ob ihr lauft, egal ob ihr springt, das ist irgendwie alles in Zeitlupe, als wären die beiden auf irgendeinem Planeten ohne Gravitation. Und es zieht sich wirklich extrem in die Länge. Ich werde dem Spiel eventuell nochmal eine zweite Chance geben, denn es wird noch im Menü angeteased, dass es einen Story-Modus geben soll und noch einen anderen. Ich glaube noch einen Arcade-Modus und einen Story-Modus, die sollen noch nachgereicht werden. Ja, wenn die das genauso machen wie jetzt da, dann wird das halt auch nicht wirklich bahnbrechend jetzt sein, weil kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde das Spiel vielleicht nochmal im Auge behalten. Wenn ihr davon nichts mehr hört, könnt ihr davon ausgehen, dass der Story-Modus genauso scheiße ist wie der Rest dieses Spiels. Und deswegen, scheiße ist auch ein bisschen fies gesagt. Man muss natürlich auch sagen, das Spiel ist komplett kostenlos. Ich meine, es gab auch keine Transaktionen mit richtigem Geld. Das haben sie, glaube ich, auch weggelassen. Und wenn doch, ist das noch ein größerer Minuspunkt. Auf jeden Fall hat das Spiel keinen Spaß gemacht. Es sieht grafisch ganz gut aus, weil es eben sehr scharf ist. Aber das war's halt auch. Und es spielt sich aber einfach wie Grütze. Und deswegen ist dieses Spiel, dieser Godzilla vs. Kong-Abklatsch, aber mir auf Platz 3 gelandet. So. Zwischen Platz 1 und 2, da werden sich jetzt extrem die Geister scheiden. Und zwar geht es hierbei einmal um, oh Gott, das Spiel Godzilla DF. Defense ist das, glaube ich, gewesen. Und das andere ist Godzilla Destruction. So, jetzt haben wir hierbei haben wir einmal ein Godzilla-basiertes Kartenspiel, was nicht wirklich ein Kartenspiel ist. Ihr macht eigentlich nicht mehr, als auf den Bildschirm drauf zu tippen, wie bekloppt, und dann ab und zu mal eine Karte einzusetzen, um stärkere Attacken zu machen oder auch um bestimmte Kaijus zu beschwören. Es ist total simpel gehalten, es ist sehr eintönig und tatsächlich ist es bei mir aber auf dem ersten Platz. Deswegen springen wir jetzt nochmal zurück zu Godzilla Defense. Ich darf die Spiele jetzt hier nicht vertauschen. Es tut mir echt leid, wenn ich jetzt so überhaupt nicht drauf vorbereitet bin. Nein, Godzilla Destruction ist bei mir auf dem zweiten Platz tatsächlich. Und das, obwohl wir hier wirklich die Chance haben, auch Godzilla zu steuern. Aber auch hier habe ich wieder das Problem, dass man hätte so viel daraus machen können und sie machen immer wieder die gleichen Sachen. Das ist so undankbar gleichatmig, dieses Spiel. Es ändert sich nichts, es ist keine Abwechslung drin. Und du machst eigentlich nicht mehr, außer Godzilla zu steuern, über das Touchpad eben. Und Godzilla visiert dann die Gegner automatisch an. Und sobald du dann stehen bleibst, schießt er dann seine Atomic Breath. Oder wenn du nah genug dran bist, schlägt er auf die einzelnen Gegner ein. Und das war's. Und wir haben hier auch wieder die gleichen Gegner. Die sind abwechslungsreicher, ja. Es gibt Flugzeuge, die sich auch dann bewegen, die ihr dann quasi verfolgen müsst. Und da habe ich echt teilweise meine Schwierigkeiten gehabt. Es gibt Passagen in dem Spiel, die wirklich schwer sind. Aber das macht es nicht automatisch zu einer Herausforderung. Weil da die Balance einfach nicht gestimmt hat. Der Godzilla ist total langsam. Und das zieht sich einfach wieder. Ihr macht nicht mehr als zu gucken, wann schießen die Gegner. Da bekommt ihr vorher so eine rote Linie angezeigt. Dann seht ihr, okay, da schießen die jetzt hin. Und dann weicht ihr aus und nähert euch dem Gegner und dann schießt ihr einfach drauf. Und wenn ihr das verinnerlicht habt, dann passieren euch nicht mehr wirklich viele Fehler. Am Anfang bin ich da auch hier ein, zwei Mal gestorben. Wenn dann die Raketen von allen Seiten auf einen zuknallen, weil man das einfach mal verstanden hat, wie das Ganze funktioniert, kann euch da eigentlich nichts mehr wirklich passieren. Und das war's dann auch. Ich habe das tatsächlich auch so weit gezockt, bis zum zweiten Endboss, weil ich sehen wollte, ob wir hier einen anderen Endboss noch bekommen oder ob das Ganze wieder einfach nur der gleiche Endboss ist. Und so ist es dann auch. Wir haben hier 1 zu 1 den gleichen Endboss wieder und wieder. Zumindest bei den ersten beiden Male. Ich glaube nicht, dass sich das später noch ändert. Ich glaube, das wiederholt sich
pausenlos. Die Areale sind nicht immer die gleichen, das heißt, die verändern sich dann auch minimal. Teilweise sind die auch echt schön. Echt schön, gerade in China, da gibt es dann so eine Provinz, die sieht echt schön aus. Aber das war es dann auch schon wieder. Punkt. Da haben sie auch nicht mehr draus gemacht. Ich habe im Menü dann irgendwie noch gesehen, dass man wohl auch noch die Kreaturen ändern kann. Das heißt, ihr könnt dann auch mit Rodan und Ghidorah da wohl rumlatschen. Ich habe es aber soweit halt nicht gespielt, weil ich habe das Ganze, glaube ich, 3 Stunden gezockt. Und nach 3 Stunden sollte man dann schon irgendwie ein Erfolgsgefühl haben bei einem Spiel. Nach 1 Stunde sollte das eigentlich schon eintreten. Hast du hier halt einfach gar nicht. Du ballerst dich durch die verschiedenen Städte. Du kannst dann deinen Godzilla, deinen Kaiju kannst du dann noch aufpimpen. Und das war's. Also ihr bekommt dann verschiedene Areale eben noch freigeschaltet. Angegeben waren hier übrigens auch nur 3. Ich habe keine Ahnung, ob das dann später noch mehr werden. Und wie gesagt, das ist dann irgendwie, das ist dann so ein Spiel einfach gewesen, wo ich gesagt habe, ich gebe dir jetzt eine Chance. Ich habe sogar die Chance, ich sag normalerweise, wenn es mich nach 1 Stunde nicht kriegt, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt optimal für mich. Jetzt habe ich hier wirklich 3 Stunden dran gezockt und habe dann immer noch kein wirkliches Godzilla-Feeling verspürt. Der Pandaman hat das Ganze sogar mal live gespielt, dass ich habe da mal reingeschaut gehabt und ich glaube, so begeistert war er jetzt auch nicht gewesen. Und auch da halt wieder die Frage, warum macht man da nicht einfach mehr draus? Warum nimmt man einfach dieses Godzilla-Thema nicht wirklich ernst? Und das ist eine riesige Marktlücke tatsächlich, was Spiele angeht erst recht. Also bei Filmen haben wir ja inzwischen wirklich geile Filme. Und bei Spielen, da hängt man noch so ein bisschen hinterher. Na gut, da kommen wir später nochmal dann dazu. Deswegen mein Platz 1 ist Godzilla Defense. So, und jetzt ist natürlich die Sache. Godzilla Defense. Die anderen beiden Spiele fand ich ja echt nicht so gut. Ist Godzilla Defense einfach nur das schlimmere Übel von den anderen beiden Spielen? Oder ist es halt wirklich gut? Und ich muss sagen, das Spiel ist plumper geht's nicht. Ihr habt quasi, ihr seid immer am Rande einer Stadt. Ihr könnt auch vorher auswählen, wo ihr eben anfangen wollt. Oder Quatsch, wo ihr anfangen wollt, könnt ihr nicht auswählen. Ihr könnt aber später auswählen, wo ihr quasi kämpfen wollt, wo ihr die Stadt verteidigen wollt. Und dann seid ihr immer am Rand der Stadt und könnt dann nach und nach verschiedene Gebäude bauen, wo dann verschiedene Einheiten rauskommen. Und diese Einheiten könnt ihr befehligen, indem ihr einfach wie wild auf den Bildschirm klickt. Einfach nur draufklicken, wie bekloppt, und dann kommen da quasi dann die ganzen Einheiten rausmarschiert und ballern eben auf die Kaijus. Simpler geht's nicht und ist auch wirklich sehr, sehr stumpf. Es ist so das klassische Handyspiel und sowas würde ich eigentlich relativ weit unten ranken, wenn da nicht ein entscheidender Faktor mit dabei wäre, nämlich ein Sammelfaktor. Und gerade für mich, also oder sagen wir es anders, wenn es schon für jemanden wie mich, der noch nicht so extrem tief in der Materie Godzilla drin ist, ein ausschlaggebender Punkt ist, warum das Spiel für mich gut ist, dass man eben sagt, es gibt diesen Sammelfaktor. Ihr könnt Karten von verschiedenen Kaijus freispielen und da habt ihr dann auch Informationen über diese Kaijus drauf. Wenn das für mich schon ein Grund ist, das Spiel relativ hoch zu ranken, denke ich mal, dass das für richtige Godzilla-Fans wirklich auch ein Fest sein wird. Es macht einfach unfassbar Spaß, diese Karten zu sammeln. Dieses wahllose drauf rumgetippe, okay, das ist dann immer so ein bisschen. Aber da kann ich drüber hinwegsehen, weil ich immer im Hinterkopf habe, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, bekomme ich neue Karten. Und neue Monster-Infos quasi. Also ihr habt einmal die Karten, die könnt ihr im Kampf selber einsetzen. Da könnt ihr entweder Fähigkeiten nochmal beschwören oder auch Kaijus heraufbeschwören. Wie zum Beispiel, ich habe Godzilla freigespielt und einfach in so einer seltenen Glitzerkarte und auf einmal konnte ich dann Godzilla heraufbeschwören und gegen andere Monster kämpfen lassen. Ist nicht unbedingt spektakulär, hat aber einfach echt verdammt viel Spaß gemacht. Und dann gibt es eben noch die Galerie. Ich glaube, das heißt da auch Galerie. Ihr werdet ja hier eingeblendet bekommen, wie das Ganze aussieht. Und da könnt ihr einfach richtig schön dann euch verschiedene Monster auswählen und auch verschiedene Zeitebenen von Godzilla generell. Und einfach diesen Sammelfaktor, dass man auch wirklich dann Informationen bekommt und so ein bisschen Nostalgie vielleicht für die Leute, die das schon ewig lang kennen. Das hat das Spiel für mich wirklich zu was Besonderem gemacht. Und das ist einfach eine Kunst gewesen, weil ich habe das Spiel angefangen zu zocken und habe mir gedacht, das ist der größte Mist, den ich seit langem gezockt habe, weil man wirklich nur auf den Bildschirm klickt, nur auf den Bildschirm klickt, um irgendwas kurz updaten, alles ganz schnell, schnell, schnell. Es ist das größte 0815-Handyspiel, was ich seit langem gespielt habe, aber es funktioniert einfach so gut. Für mich eben, wie gesagt, wegen dem Sammelfaktor, wegen den ganzen Infos, und weil dann doch irgendwie Liebe dahinter steckt. So, da, man merkt, da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht, wie das Ganze funktioniert.
Die anderen beiden Spiele haben versucht, sich auf dem Godzilla-Hype auszuruhen und haben gesagt, ey, wir machen jetzt hier Godzilla vs. Kong ein Spiel draus. Die beiden Figuren werden das Rennen schon schaukeln und dann können wir die App so oft es geht irgendwie an den Mann bringen. Da ist keine Liebe dahinter. Da war einfach nur das Ziel, einen Hype auszunutzen. Bei dem anderen Godzilla-Spiel eben auch. Da hat man auch versucht, das Godzilla-Feeling rüberzubringen. Das ist aber einfach auch nicht gelungen. Und hier ist es irgendwie dann doch da. Das Spiel ist trashig. Das Spiel hat die ganzen Kaijus dann damit drin. Es hat diesen Sammelfaktor eben. Man kommt relativ schnell rein, weil es eben auch so simpel ist. Und es ist relativ wenig frustrierend. Mit relativ wenig meine ich, es gibt immer wieder die großen Kaiju-Endbosse, bei denen ihr da mal hängen bleibt. Aber wenn ihr dagegen die verliert, ist das nicht schlimm. Dann macht ihr es eben nochmal. Und je öfter ihr diesen Gegner quasi bekämpft oder je öfter ihr andere Kämpfe macht, umso mehr an Stärke gewinnt ihr auch, weil ihr eure Einheiten nochmal aufpimpen könnt, dann bekommt ihr irgendwann Panzer und das und das und das. Und ich fand das nicht frustrierend. Und ich bin jemand, der ist relativ schnell frustriert von einem Spiel, das dir andauernd vor die Nase reibt, dass du eigentlich keine Chance hast gegen irgendwelche Monster, wenn du kein Geld ausgibst. Das war hier aber auch nicht der Fall. Hier gibt es Transaktionen mit echtem Geld, die kann man nutzen, aber die musst du eben nicht nutzen. Und das ist ein ausschlaggebender Punkt, wenn ein Spiel ankommt und sagt, ey, ich bin kostenlos, hallo, du kannst mich umsonst spielen. Und dann fängst du an, das Ganze zu zocken. Dann ja, merkst du aber, du kannst das Spiel nur richtig spielen, wenn du auch wirklich Geld dafür ausgibst. Und das ist dann für mich einfach eine reine Verarsche, weil dann ist das Spiel an sich vielleicht kostenlos, aber du kannst es einfach nicht richtig zocken, weil das Spiel schon ganz genau so programmiert wurde, dass du eben Geld ausgeben musst. Und das war hier eben nicht der Fall. Deswegen ist jetzt hier ganz kurz mein Ranking nochmal eingeblendet. Platz 3, Platz 2 und Platz 1 der Handyspiele. Ihr könnt sie euch gerne nochmal angucken. Wenn ihr die schon kennt, dann könnt ihr ganz einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel noch was zu ergänzen? Ja, habe ich vielleicht dem einen oder anderen Spiel zu wenig Chancen gegeben und kommt dann vielleicht noch irgendwann das ganz große, der ganz große Knall und ihr sagt, das ist doch eigentlich das beste Spiel von allen. Könnt ihr mir auf jeden Fall mal in die Kommentare reinschreiben. Wenn ich das mal öfter machen soll mit bestimmten Apps, mit bestimmten Spielen an sich, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Würde ich sehr gerne machen, denn ich habe mir auch vorgenommen, tatsächlich mal das Godzilla, nee Quatsch, das King Kong Spiel von Peter Jackson, also das King Kong Spiel zum Film von Peter Jackson, unter die Lupe zu nehmen und damit vielleicht auch mal einen Livestream zu machen. Und jetzt kommen wir tatsächlich, die Überleitung ist nicht ganz perfekt, aber sie passt dann doch zu diesem King Kong Spiel, zu einem Godzilla Spiel, das ich entdeckt habe, als ich danach gesucht habe. Ich habe einfach ganz plump nach Godzilla Mobile Games gesucht. Und da ist mir dieses Game hier aufgefallen. Es wurde mir dann irgendwann auf YouTube dann vorgeschlagen. Und ich habe mir gedacht, das ist. Die Idee dahinter ist gar nicht verkehrt. Die Idee dahinter ist, dass man nicht die Monster spielt, sondern man spielt die Menschen. Das Spiel soll wohl irgendwie im 2014er Godzilla angesiedelt sein. Und man ist eben dann da mit einer Pistole unterwegs, mit einem Maschinengewehr, das man aber wohl kein einziges Mal abgefeuert hat. Ich kann euch das Video mal hier irgendwo verlinken oder in den Bereich unten reinschreiben. In den, wie heißt der denn? Ich schreibe es einfach in die Kommentare rein. In die Beschreibung. In die Beschreibung werde ich den Link mal reinsetzen. Könnt ihr euch das Spiel mal angucken. Man kommt nicht wirklich dazu, mit der Waffe zu schießen, weil die einzigen beiden Monster, die auftauchen, ist der Muto und eben Godzilla. Und da kann man halt nicht allzu viel machen. Aber da habe ich mir gedacht, dass die Grundidee gar nicht mal so verkehrt ist. Und jetzt kommen wir zu meinem Pitch, zu meinem Game Pitch. Und der basiert tatsächlich auf verschiedenen Spielen. Ich werde jetzt hier Spiele mit einklatschen wie Star Wars Episode 3 für die PS2. Da werde ich einfach drauf eingehen. Und noch ganz viele andere. So viele sind es eigentlich gar nicht. Aber jetzt höre ich auf, viel rumzulabern und komme einfach mal auf den Punkt. Mein Godzilla Pitch für ein geiles Godzilla-Spiel orientiert sich sehr stark an dem King Kong zum Peter Jackson-Film King Kong. Da haben wir nämlich eine ganz coole Balance gehabt zwischen da spielen wir die Menschen und da spielen wir dann King Kong. Und das hat man eben richtig durchdacht gemacht. Das heißt, wir haben wirklich die Menschen gespielt, wenn die Menschen eben auch die Rolle hatten. Wenn dann aber King Kong im Mittelpunkt war, hat man eben dann King Kong gespielt. Und das war echt cool. Genauso könnte man auch ein Godzilla-Spiel machen. Wir haben jetzt nämlich vier Filme aus dem Monsterverse. Wir nennen es einfach mal Phase 1, obwohl ich ja kein Phasenfan bin. Phase 1 besteht aus Kong Skull Island, aus Godzilla 2014, Godzilla King of the Monsters und Godzilla vs. Kong.
nehmen wir einfach mal diese komplette Phase und machen daraus ein richtig geiles Godzilla-Spiel, in dem wir sowohl die Menschen spielen, aber auch die Kaijus, Godzilla. So, und jetzt bleiben wir einfach mal im Story-Modus. Der Story-Modus handelt dann eben ganz klar von den Filmen, von den Ereignissen im Film. Und das Spiel würde immer hin und her switchen quasi zwischen uns als Soldaten oder eben uns als Kaiju, als Godzilla, wenn er gegen den Muto kämpft. Und das könnte man dann eben auch ganz cool kombinieren, dass dann in bestimmten Bosskämpfen wir einfach hin und her switchen können zwischen beiden Charakteren, zwischen Godzilla und den Menschen. Dass die Menschen etwas machen müssen und irgendetwas triggern müssen, damit wir als Godzilla weiterkommen können. Und da könnte man immer hin und her wechseln zwischen den verschiedenen Ansichten. Oder das Spiel würde automatisch hin und her switchen zwischen den verschiedenen Ansichten. Das wäre jetzt eben nur eine grobe Idee von mir für die Game-Mechanik, die man einbauen könnte. Ist noch relativ plump, das mag sein. Allerdings wäre das nicht alles, was das Spiel zu bieten hätte. Denn es wäre nämlich zum Beispiel auch so, dass man verschiedene Kapitel abschließen könnte. Das heißt eben, wir haben vier Kapitel, für jedes Film ein Kapitel, für jeden Film ein Kapitel so. Und nach jedem Kapitel spielen wir dann die Monster eben frei, die wir in den Filmen auch hatten. Das heißt, nach Godzilla 2014 bekommen wir eben den Muto und Godzilla. Nach Kong Skull Island bekommen wir den Skullcrawler und Kong. Und jetzt denkt ihr euch, ja gut, aber warum sollte ich denn bestimmte Figuren freispielen, wie jetzt den Muto, wenn wir den noch gar nicht in der Story spielen können, weil das ja irgendwie keinen Sinn macht. Würde doch Sinn machen, denn man könnte nämlich hier ganz einfach sagen, es gibt noch einen weiteren Modus, einen sogenannten Arcade-Modus. Und da muss ich wieder auf das Thema, auf die Thematik Star Wars Episode 3 zurückkommen. Auch hier gab es diesen Modus in einer bestimmten Art und Weise. Nämlich wir hatten einmal die Hauptstory, die wir durchspielen konnten. In der Hauptstory konnten wir Yoda und Co. freizocken. Und mit diesen Figuren konnten wir dann später Kämpfe machen. Zweikämpfe gegen Freunde kämpfen und, und. Und das würde ich auch in ein Godzilla-Spiel einbauen. Das heißt, die Story ist relevant, um bestimmte Figuren freizuzocken. Die Story wird dann komplett offline sein, vielleicht irgendwie noch Koop-Modus. Ich liebe halt Koop-Modus, wäre geil, wenn man das einbringen könnte. Und mit den Figuren, die man in der Story dann eben freischaltet, kann man sich dann in Online-Kämpfe begeben, eben in einem Arcade-Modus. Der wäre aber nicht in 2D, wie in dem Star Wars-Spiel, sondern der wäre so wie bei Godzilla Save the Earth, dass man wirklich sagen kann, ey, ich habe jetzt hier vier Freunde mobilisiert und wir kämpfen jetzt zu viert gegen vier andere Spieler mit Figuren, die wir in der Hauptstory freigeschaltet haben. Das wäre meine Grundidee dahinter, dass quasi ähnlich wie auch bei Call of Duty die Story ein Element wäre. Die Story muss solide sein, die muss gut funktionieren, aber der Hauptfokus wäre dann doch irgendwie wieder auf diesem Online-Modus. Und im Online-Modus kann man dann eben ganz viele Sachen gewinnen. Man kann neue Kaijus freischalten, man kann neue Elemente freischalten, wie jetzt einen speziellen Atomic Breath für Godzilla. Quasi, man kann die ganzen Monster wirklich aufrüsten und eventuell auch noch früher oder später seinen eigenen Kaiju selbst kreieren. Eventuell, wenn man dann eine Art Prestige erreicht hat, quasi ein maximales Level, das es gibt, ab dem Moment bekommt man dann eben die Möglichkeit, seinen eigenen Kaiju selbst zu bauen. So, und jetzt haben wir schon mal zwei Modi, eben einmal den Story-Modus, der uns durch die gesamte Godzilla- und Kong-Ära führt, die wir aktuell in den Filmen auch haben, und eben einen Online-Modus. Noch dazu würde ich eine Art von Galerie in das Spiel mit einbauen. Das heißt, sobald wir einfach die komplette Story von Godzilla und Kong durchgezockt haben, bekommen wir eine Galerie frei. Die Galerie ist aber, und jetzt kommt's, ein Freizeitpark, quasi wie eine Achterbahn. Und auf die Idee bin ich gekommen, als ich gestern wirklich Godzilla VR gezockt habe. Hab mir dabei, es gibt auf VR gibt es eine Achterbahn und da fahrt ihr dann auch irgendwie an Mothra vorbei und dann geht das hin und her an Godzilla und Kong vorbei. Und da habe ich mir gedacht, genau sowas wäre eben auch cool, wenn man so eine Art Achterbahn oder eher eine Abenteuerbahn hätte, die sich nach und nach ergänzt. Je mehr ihr freischaltet, umso länger wird diese Bahn. Und diese Bahn fährt dann quasi, wenn ihr alles komplett auf 100% durchhabt, durch die gesamte Godzilla-Geschichte durch. Vom allerersten Godzilla noch in Schwarz-Weiß bis zum aktuellsten Godzilla-Film. Jetzt aktuell eben Godzilla vs. Kong. Und diese Bahn fährt dann eben ganz langsam durch super gestaltete, aufwendig gestaltete Areale, die euch dann mit einer Stimme,
erklären, was das denn für Zeitebenen sind, was hier passiert ist. Auch vielleicht hinter die Kulissen ein bisschen schaut, quasi als würdet ihr in einem Museum stehen, würdet dann bestimmte Knöpfe drücken und dann würde euch eine Stimme erklären, was hier abgeht. So, das wäre jetzt einfach meine Idee für ein Godzilla-Spiel. Das heißt, wir hätten jetzt einmal die Story, die wir durchzocken könnten, mit Menschen und den Kaijus immer mal abwechselnd. Eventuell könnte man noch einen Bonus mit einbauen, dass sobald wir jetzt die Godzilla 2014er Story durch haben, dass man auch dann mal die Ansichten wechseln kann, dass man das Ganze auch mal dann aus der Sicht der Bösen spielt, quasi aus der Sicht des Mutos oder auch in späteren Filmen aus der Sicht der von Ghidorah und aber auch Monarch, dass man zwischen Monarch und Ghidorah hin und her wechseln könnte, könnte man noch als kleinen Gag immer einbauen, dass man jede Geschichte zweimal durchzocken kann, immer aus anderen Perspektiven. Die Monster, die wir dann eben da freischalten, können wir im Online-Modus benutzen, mit bis zu 4 Freunden in einem Team gegen 4 andere Freunde zocken. Und je nachdem, wie viel wir eben dann freispielen, bekommen wir dann eben ein Museum freigeschaltet oder eben diese Achterbahn, eine Freizeitbahn, irgendwas, um dann nach und nach wirklich auch die Geschichte von Godzilla zu ergründen. Das habe ich mir einfach so überlegt, wo ich mich mit diesem Thema Godzilla-Spiele so ein bisschen mehr befasst habe. Und ihr könnt mir jetzt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ob das so ein Spiel wäre, wo ihr sagt, da hätte ich echt Bock drauf. Oder ob ihr meint, ah, weiß nicht, das ist vielleicht doch nicht so ganz das Richtige. Könnt ihr auch euch ehrlich zu mir sein, das verkrafte ich dann schon. So, ich hoffe, das Video hat euch jetzt soweit gefallen. Nach langer Zeit mal wieder. Ich versuche jetzt wieder regelmäßiger irgendwas zu veröffentlichen. Und dann würde ich einfach sagen, schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare rein und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao.